Moin zusammen. Ja, jetzt habe ich endlich mal ein paar Tage Zeit und wäre gerne schnell in Marsholm. Und das ist das, was hier abgeht. Also Autofahren hier. Naja, however, irgendwann werde ich da sein. Eigentlich wollte ich ja rund Föhnen fahren, so als Training für die Silverrider. Aber es würde bei den vorhergesagten Winden ungefähr 50 Stunden dauern. Und das halte ich nicht durch und so viel Zeit habe ich auch nicht. Naja, und dann fahre ich wieder zurück. Segeln ist ja schön, man muss ja nicht immer zum Hafen rumliegen. Okay, los geht's. Jetzt habe ich die Situation, dass die Boxengasse sehr schmal ist. Also eigentlich nur so, wie mein Boot lang ist. Und ich will nach rückwärts nach Steuerbord drehen. Wind kommt genau von vorne. Deshalb habe ich jetzt die Steuerbordachterleine auf Slip gelegt. Ich die hier ein bisschen dicht nehmen. Ich bin ganz am Ende quasi angekommen der Boxengasse. So, das sieht gut aus. Jetzt muss ich nur noch die Achterleine wieder gut reinkriegen. Da ist sie wieder drin. Das hat gut geklappt. Bis auf den kleinen und spektakulären Ausrutscher. So, jetzt fahre ich hier ein kleines Stück raus, lege den Rückwärtsgang ein, stelle die Pinne fest, dann schwenkt das Boot mit dem Heck in den Wind und bleibt stehen. Und ich kann hier ganz gemütlich Fender reinnehmen und Leinen klar machen und so weiter. Mal halten und dann bin ich auch auf dem Weg. Zack. Autopilot, Motor aus. Sehr schön. Das ist das, warum wir alle das machen. Bin aus der Schlei raus. Gar nicht so viel Wind, kann hier mit vollem Groß fahren, aber es ist trotzdem noch eine blöde Welle. Gerade wenn man aus der Schlei rauskommt, man glaubt es kaum. Keine 5 Beaufort, aber trotzdem eine Welle, also bei Ostwind. Und wir haben jetzt so Nordost. Blue Sky, bester Wind. Die nächsten Tage auch noch. Das beste Wetter und es ist kein Mensch unterwegs. Ich fahre mit 5 Knoten in Richtung Kleiner Belt. Ich weiß bloß noch nicht, wo ich hin will. Oh, das macht ja nichts. So sieht's hier aus. Hey, ich habe den schönsten Tag des Jahres erwischt. Wenn es hier 3 Tage so weitergeht, muss ich doch ein bisschen Sonnencreme nehmen. Ups. Bin ich komplett verbrannt. Und da ist Lüo. Lüo. Und auf der anderen Seite fahren wir gleich an Föhnshau vorbei.
Mir ist gut. Nubia und ich. Fahre ich gleich an Fünzau vorbei. Und da hinten um die Ecke ist dann irgendwann Basö. Das wäre auch eigentlich ein ganz schönes Ziel, aber ich wollte ja ein bisschen weiterkommen. Deshalb fahre ich den kleinen Belt jetzt rauf. Das Wasser ist relativ glatt. Ist hier ein bisschen abgeschirmt. Wir haben ja Nordostwind. Die Inseln liegen alle schön davor. Und ja, ich fahre mit 6 Knoten. Mehr kann man nicht erwarten. Und die Sonne scheint. Und es ist warm. Jetzt sind wir 3 Uhr. Und so richtig geil vorwärts komme ich nicht mehr. Jetzt fahre ich mit 2,8 Knoten. Keine Ahnung, ob der Wind nochmal auffrischt. Ich bin jetzt ein bisschen unschlüssig. Also mit 2 Knoten durch die Nacht schleichen habe ich auch keine Lust. Gerade bin ich mit 7 Knoten hier durch die Gegend gefahren. Und jetzt ist der Wind ausgeknipst. Und ich treibe hier möglicherweise. Das heißt möglicherweise. Ich fahre 2 Knoten in die falsche Richtung. Ich bin jetzt noch 4 Meilen von Bagö entfernt. Oder ich könnte in diesen Toro-Bund reinfahren. Später haben wir dann 20 vor 5. Eigentlich würde ich mich auch ganz gerne hinsetzen und einfach was kochen. Sollte aber auch ein Silberradar-Training sein. Naja, egal. Ich glaube, ich versuche mich jetzt kreuzenderweise nach Bagö zu orientieren. Mal sehen, wie es da ist. Wenn es mir nicht gefällt, fahre ich wieder raus und gehe irgendwo vor Anker. Ja, das ist der Plan. Krass, ist komplett ausgestellt. Da hinten fährt einer, der ist immer zwar nur unter Genua gefahren und fast genauso schnell wie ich. Der fährt gerade wieder zurück. Naja, aber das ist doch ein gutes Silberradar-Training. Genau solche Situationen gibt es da nämlich auch. Das ist erst 5. So, eine Weile gebe ich mir noch. So, die Entscheidung ist gefallen. Bagö. 300 Grad zum Fähranleger. Das ist die Vorgabe. Tiefen stimmen auch. 5,60 Meter in der Karte, 5,70 Meter auf dem Echolot. Das passt. Schnell das Grußpfeil klarieren. Jetzt direkt links rum, dann bis hinter den Steg, dann rechts, rechts. Süßer kleiner Hafen. Moin. Moin. Ja, sieht noch was locker hier drin. Ich kann es gleich noch zurückziehen. Die Tür geht eh noch ein bisschen zurück, der ist noch vorwärts angekuppelt.
Alles klar, vielen Dank. Bagö. Wunderschöner kleiner Hafen. Ich bin auf die einzige Box gefahren, die ein rotes Schild hatte. Ich hoffe, da kommt keiner. Campingplatz dahinter. Schöner Strand. Ziemlich perfekt. Sonnenaufgang auf Bagö. 5 Uhr morgens. Bisschen Wind haben wir. Den nutze ich jetzt aus. Wieder super an. Jetzt muss ich ein bisschen schneller gehen hier. Genau bei Sonnenaufgang komme ich hier rausgedüst. Na, das nicht spektakulär ist. Der Preis ist kein Kaffee und nix. Na gut, machen wir unterwegs. Auf jeden Fall sehr, sehr schön hier. Kann man gut nochmal hinkommen. Ist wahrscheinlich proppenvoll im Sommer. Für die Vor- und Nachsaison eine echte Empfehlung. Ist immer ganz gut, wenn man so einen Plotter mit Trek-Aufzeichnung hat und man in so eine schmale Rinne reingefahren ist. Und es geklappt hat, dann braucht man, wenn man morgens rausfährt, nur auf dem alten Trek fahren. Alter Indianer-Trek. Um 5:30 habe ich da die Leinen losgeschmissen, eben im Hafen. Ja, und jetzt überlege ich, was ich mache. Der Wind ist ein bisschen unpredictable. Keine Ahnung, ich will ja nicht ohne Wind nach Hause fahren. Ich glaube, ich fahre noch mal in die dänische Südsee. Jetzt kann man es ja noch machen, ist alles noch relativ leer. Im Sommer habe ich da eh keine Lust zu. In Lyo bin ich schon um 10 oder so. Vielleicht düse ich auch durch die ganze Südsee durch und fahre ins Lindelse nur wieder eine Nacht vor Anker. Naja, mal sehen. Jedenfalls ein herrlicher Morgen. Ist viel schöner hier als im Hafen zu liegen. Bei ruhigem Wetter zu fahren.
Ja, was soll ich sagen? Früher Vogel fängt den Wurm, dachte ich mir. Jetzt fahre ich hier mit sagenhaften 0,8 Knoten durch die Gegend. 0,0 Knoten. Damit dauert es jetzt aber noch eine ganze Weile. Hier ist nichts. Flaute. Ich habe jetzt in 4 Stunden 5,5 Meilen geschafft. Und jetzt habe ich gestanden und bin rückwärts getrieben. Ja, kurz und knapp, ich habe den Motor angemacht. Da habe ich jetzt auch keine Lust mehr zu. Jetzt fahre ich mal eine Stunde oder eine halbe und dann gucke ich mal, was passiert. So kann es gehen. Wenn gar nichts mehr kommt, dann fahre ich nach Lüe und lege mich da in die Sonne. Ist auch schön. Tja, der Wind ist weg. Ich bin ein paar Meter vor der Einfahrt nach Lüe. Ich glaube, ich gehe da hinten ran. Naja, sind nicht viele. Es ist halt doch eher gähnende Leere hier. Kleines Kompliment bekommen für mein Einparken, das ist auch immer schön. Als ich kam, waren vielleicht ein Viertel der Plätze belegt. Und jetzt sind es schon 3/4, würde ich sagen. Die Trallis haben auch immer was zu basteln. Tschüss, Leo. War schöner als im Sommer, aber für mich schon zu voll. Ich segel. Time for breakfast. Ja, das sind eigentlich die schönsten Momente, wenn man morgens sich so aus dem Hafen raus sneakt. Die anderen alle
nichts davon merken, den Motor im letzten Moment anmachen, wenn überhaupt. Und dann, wenn noch keiner auf dem Wasser ist. Losfahren. Ist mir viel lieber, hier zu frühstücken. Also, wenn die Verhältnisse das zulassen. Als mich da jetzt in den Hafen zu setzen und links und rechts einen neben mir zu haben. Ja, richtig schön. Bestes Wetter. Das waren echt drei super Tage. Das ist so perfekt, wenn man solche Verhältnisse hat. Also ich vergleiche das immer mit einem Wohnmobil. Da könnte man das nie machen. Ich fahre aus dem Hafen raus, habe glattes Wasser. Habe ich natürlich auch nicht immer, das weiß ich. Aber wenn es denn so ist wie heute, stelle die Windsteueranlage ein, setze die Segel. Und das Ding fährt einfach von alleine und ich brauche keinen Strom. Es ist komplett geräuschlos. Das bisschen Strom, was ich vielleicht für mein Echolot und so brauche, das produziere ich selbst mit einem Solarpanel. Ich verbrauche keinen Sprit und kann mich hier frei bewegen und das Boot steuert sich selbst. Also ist in meinen Augen die ideale Art, vorwärts zu kommen. Ja, einfach gut. Die Heimat hat mich wieder. Noch das Gruß runterschmeißen gleich und dann war's das. Der Bus ist auch noch da, hat niemand geklaut, obwohl das Fenstersperrmalbad aufsteht. Hab ich nämlich vergessen. Das war's. Eine wunderbare Ausfahrt. Zwar keine Non-Stop-Tour, aber immerhin. In Bargö war ich noch nicht. Und ja, alles in allem tip-top.